Es geht weiter mit dem einfachen Babyschuh. Jetzt müssen wir diese drei Teile stricken. Ich habe angefangen mit dem weißen. Und zwar schlagen wir da 12 Maschen an. Und da haben wir schon 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 Maschen angeschlagen. Haben schon eine Reihe rechts gestrickt. Und die darauf folgenden Reihen werden auch rechts gestrickt. 12 Maschen anschlagen und jede Reihe rechts stricken. 6 Reihen sind das. Die stricken wir rechts. So wie hier. So, dann das zweite. Da schlagen wir 14 Maschen an. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Maschen. Die stricken wir dann auch jede Reihe rechts. Und zwar 6 Reihen auch wieder. Die erste hebe ich immer ab. Und die darauf folgenden werden dann rechts gestrickt. 6 Reihen auch hier rechts stricken. Hintere und vordere Reihe rechts. Dann kommt das große Teil. Da haben wir angeschlagen 22 Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Maschen. Genau das gleiche, da stricken wir auch 6 Reihen rechts. Die erste Masche hebe ich ab, wie bei den anderen, und die darauf folgenden Reihen, Maschen werden rechts gestrickt. 6 Reihen rechts stricken auch hier. So, nachdem wir alle drei Teile fertig haben, nehmen wir die Sohle, die hatten wir ja schon zusammengenäht. Das ist hier der Hinterbereich, das ist der Vorderbereich, und werden diese dann hier vorne dran nähen. Das ist dann der Halt für den Fuß. Einfach hier an den Seiten befestigen und dran nähen. Von innen, wir können hier einmal das wieder umdrehen und fangen hier vorne gleich an. Nähen die erste Haltung hier vorne fest. Die andere Seite auch. Einfach hier so eine Schlaufe einfach machen und auf beiden Seiten zusammennähen. So, das ist die erste Schlaufe, dann kommt die zweite mit den 14 Maschen. Die nehmen wir dann gleich daneben an.
Wie gesagt, wir haben die Sohle einmal wieder umgedreht und nähen die Schlaufen so nebeneinander. Und die andere Seite. So. Und die ganz große, die kommt hinten dran, ganz zum Schluss. Die nehmen wir dann am Ende dran. Zum Schluss können wir dann die Fäden verarbeiten. Die lasse ich jetzt erstmal eben so. So, und die andere Seite. Und dann ist unser Babyschuh eigentlich ganz einfach schon fertig. So, wir drehen es einmal. Da haben wir jetzt unser, die Schlaufen schneiden wir nachher ab, unser Babyschuh soweit fertig. Von hier kann man das dann so anziehen. Ganz einfach. Nachzustricken.